5. November 2038, 9.38 Uhr. Ich hoffe, dass wir nicht bei all unseren Szenarien, bei all unseren Erlebnissen hier so unter Zeitdruck stehen wie beim ersten. So, ich gucke uns erstmal unsere Interaktionen an hier. Ja, da könnt ihr davon ausgehen, dass ich das zu Beginn einer Szene und auch während die Szene abläuft immer wieder machen werde, weil ich möglichst wenig Interaktionsmöglichkeiten verpassen will. Hier, lassen Sie mich Ihnen helfen. Oh. Du kannst entdeckte Artikel im Bereich Extras einsehen. Tag Addict, Geheimnisse von Androiden. Wie CyberLife seine Androiden für das Leben mit den Menschen gestaltet. VR-MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Androiden zu gestalten, die von Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für CyberLife. Jason Graff, Leiter der Humanisierungsabteilung bei CyberLife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Designgeheimnisse. Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten, das den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. CyberLife hat seine Maschinen menschlicher gestaltet, damit sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden können. Sie schufen Androiden beiderlei Geschlechts und sämtlicher Ethnien, analysierten tausende von Stimmen, um den angenehmsten Klang zu finden. Das realistische Blinzeln wurde perfektioniert, obwohl völlig unnötig, zusammen mit Atmung, Gesichtsbehaarung und vielen menschlichen Eigenschaften. Diese perfekte Simulation des Menschen bis in Details, die Androiden nicht benötigen, ist das Geheimnis hinter CyberLifes Erfolg. Was haben wir als nächstes? Erdtemperatur seit 2000 um 3 Grad gestiegen. Green Earth, Klimawandel, wie die Umwelt die amerikanische Gesellschaft verändert. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier schon wieder stehe und Zeitung lese, gleich in der zweiten Folge des Let's Plays, aber ihr kennt mich, ich gucke mir alles an, ich lese mir auch alles durch und ich lese auch alles vor. Das wird sich auch nicht ändern, so mache ich meine Let's Plays und so werde ich auch weiter vorgehen. Und das hier, das ist ja 1A World Building, um so ein bisschen was über die Welt zu erfahren, in der wir uns hier bewegen. Von daher finde ich das gar nicht so verkehrt. Eine aktuelle US-Studie hat herausgefunden, dass mit dem Ansteigen des Meeresspiegels und der Klimaveränderung mehr und mehr Wetterextreme einhergehen und die Reichen Amerikas einst blühende Küstenstädte verlassen. Immobilien an der Küste in ehemaligen Top-Locations wie Miami und Los Angeles erleben eine Angstflucht, denn die wohlhabenden Anwohner ziehen Besitz weiter im Inland oder in größerer Höhe vor. Das treibt die Preise in ländlicheren Gegenden nach oben und in ehemals begehrten Vierteln fallen sie in den Keller. Dies mag nach einer Gelegenheit für ärmere Amerikaner klingen, einen neuen Lifestyle zu genießen, doch die Realität sieht weniger attraktiv aus. Küstenregionen sind nicht nur regelmäßig Hochwasser, Hurricanes und anderem extremen Wetter ausgesetzt, sie leiden auch unter einer Stadtflucht. Alle Dienste und Einrichtungen folgen den reicheren Kunden in neue Gebiete. Arnold Waters, Spezialist für Stadtentwicklung, nennt dies den Donut-Effekt, bei dem die ehemaligen Zentren der Küstenstädte ausgehöhlt werden. Die Statistik ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie sich die Klimaveränderung auf die amerikanische Gesellschaft auswirkt. Sie verändert nicht nur das Aussehen der Umwelt, sondern auch das soziale Gefüge unserer Nation. Das war eigentlich sehr interessant. So, und ja, ich werde alle paar Schritte das hier wieder aktivieren. Ich will halt einfach nichts verpassen. Wir können, glaube ich, jetzt erstmal dem Weg folgen ein bisschen. Grüße, Erdenbürger. Bring mich zu deinem Anführer. So,
So, also geradeaus weiter wäre der richtige Weg. Ich darf auch gar nicht zu den spielenden Kindern da. Ich bin echt gespannt, wie sich die Story entwickelt. Ich weiß im Prinzip nichts über dieses Spiel. Hey, Wasser. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel. Überhaupt nichts. Ich hatte dieses Spiel bis vor, ja, ich sag mal etwas mehr als einem Monat tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm. Da ist eine Interaktionsmöglichkeit. Unser Ziel ist weiter geradeaus. Hier können wir aber auch interagieren. Dann machen wir erstmal hier. Guckt mal, Androiden arbeiten. Und hier auf der anderen Seite. Etwas Kleingeld? Androiden ruinieren unser Land. Wir wollen Jobs. Kann ich hier ein bisschen Kleingeld zuschicken? Einfach so, um zu zeigen, dass Androiden. Das ist ja cool. So, ich habe grünes Licht. Ich darf jetzt rübergehen. Drücke R2, um das GPS zu verwenden. Ja. Ich fände es cool, wenn es zwei Einstellungen gäbe hier, tatsächlich, ja. Also für diesen Modus. Mit Zeitstopp und ohne Zeitstopp, weil, ja, ich finde den Zeitstopp leicht irritierend. Der reißt einen immer so ein bisschen raus. Auf der anderen Seite will ich halt auch nicht, auch nichts verpassen. Oder möglichst wenig verpassen zumindest. Mist, das war nicht sehr höflich. Aber der Androide ist so lieb, der räumt das weg. So, da am Brunnen ist noch etwas. Menschliche Musik. $1, um Musik mit Seele zu hören. Es ist schon so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft, ne? Ist die Frage, ist es unser Recht? Wenn wir künstliche Intelligenz, wenn wir künstliches Leben erschaffen, ist es unser Recht, sie zu behandeln wie Sklaven, weil wir ihre Schöpfer sind? Was? Da hinten passiert noch irgendwas. Da hinten rechts. Die Menschheit spielt Gott und erschafft Leben. Doch was für ein Leben ist das? Ein Leben aus Plastik und Metall. Ein Leben ohne Seele. Eine schlechte Kopie unseres Schöpfers. Warum guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Die Maschinen beobachten uns. Was haben wir ihm getan? Sie warten in der Dunkelheit auf die Gelegenheit. Ja gut, ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Ich bin zwar fast versucht. GPS sagt, ich muss da noch ein Stück weiter. Okay. Ich bin ja fast versucht, hier noch ein bisschen zuzuhören, aber Moment, Moment, was? Get yours today, Cyber Life. Also sind Kara. Kara? Was, Kara? Ich weiß es gar nicht mehr. Also dieser weibliche Android, Connor und er hier sind unsere Hauptfiguren, ja? Weil auf der Packung hinten steht drauf, dass wir drei Androiden steuern. Dann sind das wahrscheinlich die, ne?
Hallo? Ich brauche irgendwas, von dem ich nicht weiß, was es ist. Nur eine Interaktionsmöglichkeit. Okay. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Klar. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Ist doch cool. Nimm den Bus nach Hause. Verstanden. Ändere den Kamerawinkel. Ach so, ist das quasi so ein Halbtutorial, um mir nochmal zu zeigen, wie ich mich fortbewege und die Kamera drehe und so. Ja, anscheinend. Ja, wie seht ihr denn das mit diesen Androiden und dem Recht des Schöpfers oder was auch immer? Darf man einen Roboter, der in der Lage ist, tatsächlich zu denken, als Sklaven benutzen, so wie hier porträtiert? Oder ist das einfach falsch? Wo willst du hin, Blechbüchse? Hä? Ach, wirklich? Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Klaut unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Oh. Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Aber ich gehöre jemandem. Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Mit Geld kriegt man die Leute, was? Was du wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war doch ein ganz lieber. Ich weiß nicht. Scheiß Rassismus immer. Und genau das ist das hier ja. Ja, was können die dafür, wie sie benutzt wurden? Ja, sie sind ja dafür geschaffen worden. Die können ja nichts dafür. Das ist genauso, wie man einen Menschen dafür verurteilen und zusammenschlagen würde, dass er was essen muss. Zum Beispiel. Ist doch völlig daneben. Aber so ist das halt immer mit den Menschen, ne? Ich kann ja verstehen, dass die Situation manche vielleicht aufregt, weil, ey... Ja, ich habe jetzt kein Geld mehr, ich muss noch meine Familie ernähren, aber was kann denn der Androide dafür? Der kann doch da gar nichts dafür. Man müsste sauer sein auf die Leute, die entschieden haben, der Androide macht das jetzt und deine Familie ist mir scheißegal und nicht auf den Androiden selber. Der macht nur seinen Job. Oh Gott, wir haben was verpasst. Scheiße, wir haben was verpasst. Ach, und das mit den Demonstranten war auch optional. Hm.
Marcus heißt der gut auf jeden Fall. Okay, interessant, cool. Cool, was es alles für Möglichkeiten gibt. Tut mir leid, bei Kara muss ich immer an Supergirl denken. Das ist, das geht aus meinem System nicht aus. Der Name, das ist irgendwie so verankert. Das geht nicht anders. Das geht einfach nicht anders. Er hat mir nicht gesagt, ich soll aufsteigen. Komm. Kommst du? Ja, ich komme. Ich bin da. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Na, wir sind hier echt willkommen, wa? Gut, machen wir mal die optionalen Aufgaben zuerst. Und sammeln das Geschirr ein. Spülmaschine defekt, fehlende Komponente. Ja, ja. Bring ich dir morgen. Ja, gleicher Ort, also du weißt wo. Ob das so in Ordnung ist, dass sie einfach irgendwelche Komponenten bestellt? Ach du Scheiße. Gut. Oh nein, nicht mit X-Axis. Ach du Scheiße. Ne, das kann ja noch alter werden hier. Hi, Kleine. Bye, Kleine. So, ich muss putzen. Ich putze noch ein bisschen. Das sieht aus wie bei mir, ey. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort. Oh, Mann. Na, machen wir das mal zur neuen Prioritätsaufgabe. Oh, Eishockey. Bitteschön. So. Ich befürchte ja, wenn ich jetzt den Staubsauger einschalte, dann rastet er aus, weil er will ja bestimmt seinen Sport sehen. Automatischer Staubsauger. So, überprüfe den Hinterhof. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf! Was macht Alice denn? Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Okay, Interaktionsmöglichkeiten 2. Der Zaun und die Wäsche. Ich gucke erstmal zum Zaun.
Und dann kümmern wir uns um die Wäsche, ja? So, auf geht's. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, das wird nicht ewig lange gut gehen. Das wird hier irgendwann eskalieren. Denn, mal ganz ehrlich, Kara war doch nicht defekt im Laden, weil ein Auto sie angefahren hat. Der hat sie zusammengeschlagen oder sonst irgendwas. Guten Tag. Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Hast du heute keine Schule? Tschüss, Alice. Die mochte bestimmt die alte Kara und da der Speicher gelöscht ist... ...ist ihre Kara nicht mehr da. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das wieder ändern wird. Lokalisiere Waschmaschine. Vielleicht hier hinten drin? Ja, okay. Auf geht's. Total spannend, wir schmeißen den Haushalt. Es gibt Leute, die bezahlen viel Geld für sowas, um sowas spielen zu dürfen. Was ist denn das? Red Eyes. Fass bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Ich glaube, die Kleine hat Angst um uns. Und mir ist das erste Mal aufgefallen. Ist das so eine Gefahrenanzeige, die sie da an der Stirn haben? Von blau auf gelb auf rot? Es hat sich nämlich eben ein bisschen regeneriert dann auch. Dringende Aufgaben, sammle den Müll ein. So, da ist Müll. Da ist der Mülleimer. Da vorne ist auch noch irgendwas. Ah, wir können wieder was lesen. Sehr schön. All Sports. Androiden Power. Sollte sie verboten werden? Football-Irrsinn. Die neuesten Transferspekulationen. Im dritten Spiel der Saison durchbrach der Androidenwerfer X67 mit einem Pitch die 190 Stundenkilometer-Marke. Der menschliche Batter konnte erst schwingen, nachdem der Ball den Fanghandschuh bereits berührt hatte. Ein Android pro Team wurde als Innovation präsentiert, doch mittlerweile dominieren sie die Teamstrategie. Bei jedem Draft übertreffen die großen Profi-Baseball-Teams ihre eigenen Transferrekorde, um die neuesten Androiden-Modelle zu erwerben. Doch leidet das Spiel darunter? Jenny Waterfield, Chefredakteurin des Fanmagazins Home Run, sagt, die Fans seien desillusioniert. Die Magie des Sports sieht die Grenzen des menschlichen Potenzials. Dass eine Maschine diese Grenzen bricht, ist nicht aufregend oder überraschend. Dem stimmt nicht jeder zu. Christopher Lennox, Baseball-Koryphäe und Ex-Pitcher, findet, dass Androiden das Spiel aufregender machen. Die Androiden wirbeln alles durcheinander und pushen die Spieler, ihr Bestes zu geben. Das Spiel kann nur überleben, wenn es sich weiterentwickelt. Century, die Transportinnovation, die Kalifornien bewegte. Die Punkte verbinden, Politiker im Fokus. Sind US-Senatoren wirklich so korrupt? Erdbeben in China tötet 10.000 Menschen. Die Transportinnovation, die Kalifornien bewegt.
Die neue Subtube beendete heute ihre erste Reise von Manhattan nach Downtown LA in unter 2 Stunden. Weniger als die Hälfte des 5-stündigen Fluges. Die Höchstgeschwindigkeit von 2900 Stundenkilometern wurde möglich, weil die Bahn durch eine Unterdruckkammer fährt, die den Magnetmotoren eine fast reibungsfreie Umgebung bietet. Für Pendler eröffnet sich so die verlockende Aussicht, nach einem langen Arbeitstag im Big Apple die Füße an der Golden Coast ins Wasser zu stecken. Kaliforniens Immobilienmärkte reagieren. Preise in den Vororten um 64% gestiegen. Immobilienmaklerin Charlene Lowe aus Los Angeles weiß, woher die neuen Käufer kommen. Das sind Typen von der Ostküste, vor allem New Yorker. Sie sehen eine Chance, den New Yorker Lohn zu behalten und einen LA Lifestyle zu führen und wollen möglichst schnell profitieren. Immobilien sind nicht das Einzige, das verändert wird. Schulplätze werden knapp und die Einzelhändler in den Vororten ziehen in Erwartung der Dollars aus New York die Preise an. Es wird erwartet, dass Langzeitkalifornier aus den Städten verdrängt werden, weshalb sie gegen die neue Linie protestieren. Wie ein wütender Demonstrant es ausdrückte: Zuerst nimmt uns Detroit unsere Jobs und dann New York unsere Häuser? Wann hört das auf?